Ich habe auch schon mal 2 Tage nichts gegessen und nichts getrunken, wollte mal die Erfahrungen machen. Ging am ersten Tag recht gut und wenn man da auch was macht und sich jetzt nicht so aufs Essen richtet, dann funktioniert das eigentlich auch recht gut. Und was ich auch bei den Büchern sehr interessant finde, wo er dann nochmal überprüft hat, ob die gekochten Lebensmittel oder unser Essverhalten, wie wir es heute haben, also beziehungsweise die meisten Menschen, hat dann mal untersucht und hat mal einen Kochtopf genommen, hat dann alles Mögliche reingeschnitten, also das, was halt die Menschen zum Teil essen, also Fleisch gekocht, Gemüse und sowas, alles in den Kochtopf rein, hat es dann erhitzt auf 42 Grad, also so warm, wie gesagt, dann hat es zuerst normal gekocht und dann nochmal erwärmt. Und hat es dieses ganze Gemisch hat dann einfach mal über Nacht warm stehen lassen, so warm, wie es ja bei uns in der Verdauung ist. Und hat dann am nächsten Morgen dann gemerkt, dass das dann ein ziemlich übelriechender Brei ist. Kann man mal ruhig ausprobieren, wenn man die Lust hat, das mal auszutesten, was da eigentlich alles rauskommt. Und da hat er sozusagen das simuliert, was bei uns im Darm alles abläuft. Und wenn es halt übel riecht, dann kann es nicht ganz so gut sein. Ah ja, das habe ich noch vergessen. Vorneweg am Anfang, wie auch beim letzten Mal. Meine Gedanken und Sichtweisen, das ist wie bei einem Supermarkt. Man muss das nicht alles so akzeptieren, wenn man es nicht möchte und alles. Also, wenn man mit einem Gedanken oder mit einer Information nicht zufrieden ist, dann kann man ihn wie bei einem Supermarkt einfach stehen lassen und muss nicht in den Einkaufswagen rein. Also, so vermeiden wir auch wieder Konflikte und sowas und Streitereien. Da gibt es genug vielleicht andere Sachen, die einem hilfreich sind oder auch nicht. Genau, und schlussendlich hat er auch sein Nierenleiden auch besiegen können. Also mit dem Fasten und mit der Übergangskost. Und er beschreibt dann auch weiter so seinen Weg. Und wichtig bei der schleimfreien Heilkost und bei den Büchern, man kann die Bücher an einem Tag runterlesen. Heißt aber nicht, dass, und dann kommt halt der Eindruck so, ja gut, der hat das irgendwie in 6 Wochen alles gemacht, also der ganzen Erfahrungen und sowas. Dem ist erstens nicht der Fall, also der hat das über Jahrzehnte gemacht, bis zu seinem Lebensende auch. Also das waren 20, 30 Jahre bestimmt oder noch länger, also das ist alles ein Prozess. Da gibt es viele Leute, die zerstören sich mehr oder weniger so auch das Leben, weil sie da zu schnell angefangen haben mit der schleimfreien Heilkost bzw. mit der Rohkost kenne ich genug Beispiele, die dann angefangen haben, dann nach einem Jahr nur Obst zu essen. Und das ist dann richtig stark in die Hose gegangen. Die sind dann deshalb ins Krankenhaus. Ein Überessen mit Obst und Gemüse kann zu Verschleimungen auch führen. Habe ich auch mal selbst bei mir feststellen dürfen. Das war sehr lustig, weil die Leute haben mir immer gesagt, ja, du musst ja immer so viel Kalorien zu dir nehmen, also 2000, 3000, wie sie immer gesagt haben, nährstoffreich und alles. Und dann dachte ich mir sogar, ja gut, wenn ich das jetzt mit Obst und Gemüse decken müsste, muss ich ja ganz schön viel essen. Und dann habe ich mich mal gezwungen, obwohl ich dann keinen Hunger mehr hatte, 8 Kilo Wassermelone zu essen. Und danach habe ich gekotzt. Also der Körper hat dann gesagt, nee, Schluss, raus damit, der hat jetzt dann ausgespuckt. Also auch in dem Zusammenhang, die ganzen Nährstoff- und Kalorientheorien da, wie sie so aufstellen, komme ich auch dann noch später ein bisschen detaillierter zum Sprechen. Das habe ich dann schon selbst widerlegt, weil dann der Körper irgendwann sagt, hör auf damit und dann macht er natürliche Reflexe oder Reaktionen. Und wie gesagt, ich habe dann angefangen zu kotzen. Also ich habe es dann einfach nur wieder ausgespuckt. Das war dann einfach viel zu viel des Guten. Und wie gesagt, dieses Überessen, das verursacht auch mit Schleim oder auch wenn man jetzt zum Beispiel ungünstige Lebensmittelkombinationen macht. Dazu auch nochmal ein bisschen später, also wenn man dann jetzt einfach zum Beispiel auch zu viele Sachen miteinander mischt. Also Eret beschreibt es zum Beispiel, dass man pro Lebensmittel oder pro Mahlzeit nur 3 bis 4 Lebensmittel miteinander mischen sollte, damit man dann jetzt nicht so, je mehr Lebensmittel das hat, eine Mahlzeit zu sich führt, desto schwieriger hat es der Körper zu erkennen, was wir uns da zuführen. Also grundsätzlich so durch das, also je länger wir kauen, desto mehr erkennt dann der Körper, um welches Essen sich handelt, um welches Gemüse und welches Obst und stellt dann dafür Enzyme im Darm her, damit das optimal verdauen kann. Und viele essen ja alles Mögliche zusammen, haben dann irgendwie deftiges Mittagessen, wo alles Mögliche zusammen ist und da ist es recht schwierig für den Körper dann zu erkennen, was er da gerade verdaut. Vor allem, weil wenn du dann nicht
anständig kaust und alles einspeicherst, weil durch das Kauen ist schon die Verdauung. Da beginnt die Verdauung, weil durch den Speichel kommen dann die Enzyme, das ist die Vorverdauung. Dann hat der Körper auch, wenn man sehr gut kaut, bis alles flüssig wird, dann hat der Körper die besten Möglichkeiten zur optimalen Verdauung. Und ich sehe es auch sehr oft bei meinen Eltern oder bei meinen Geschwistern, die schlingen sehr, sehr schnell ihr Essen runter. Also ich brauche zum Beispiel für meine Mahlzeit manchmal so eine halbe bis dreiviertel Stunde, wenn nicht sogar manchmal eine Stunde, wenn ich das genieße und sehr gut kaue. Bei meinen Eltern ist es dann meistens 10 bis 20 Minuten, je nachdem, was sie essen. Und das ist dann dieses Reinschlingen, das ist dann auch nicht optimal. Also am besten ist es, sich einfach die Zeit beim Essen nehmen, ohne Hektik oder Zeitdruck. Viele Menschen sind ja auch dann chronisch verschleimt. Also das ist, haben wir uns auch weitergeerbt. Also es ist so, dass wenn man eine Geburt hat oder so, ein Teil vom Schleim der Eltern geht dann das Kind auch über, weil es natürlich auch in der Gebärmutter ist, in dem Körper von der Mutter zum Beispiel. Und wenn man da schon stark belastet ist mit Medikamenten oder sonst irgendwie Verschleimungen, dann wird es das Kind auch mit übernehmen, also beziehungsweise mit aufnehmen. Klingt für mich auch ein bisschen nachvollziehbar. Und das sehe ich dann recht lustig, weil zum Beispiel die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, haben wir so dicke Backen oder sowas. Und das finden die Leute immer so süß, wenn die so zum Kneifen sind oder sowas. Und eigentlich, wenn ich das so betrachte, das ist so meine Sichtweise, dass dann das Schleimablagerungen sind, dass das Kind eigentlich nicht solche dicken Backen haben sollte. Habe ich jetzt so festgestellt. Und wichtige Ausscheidungsorgane sind jetzt zum Beispiel die Haut. Also über die Haut merkt man es dann zum Beispiel, wenn man Schuppenflechte hat. Das habe ich zum Beispiel, die ist jetzt bei mir weggegangen. Oder wenn die Haut anfängt trocken zu werden und man kann so trockene Haut abreiben. Das sind Entgiftungen vom Körper. Das ist nicht schlimm, genauso wie der Pickel. Der sucht sich dann einfach Möglichkeiten, um auch über die Haut zum Beispiel Sachen auszuscheiden. Das weiß nicht, was da noch für Sachen gibt, Akne oder sowas. Das sind letztlich einfach nur Ausscheidungsmöglichkeiten. Sonst ein sehr großer Ausscheidungsorgan ist natürlich auch der Darm. Da spielt sich auch sehr viel ab. Ich habe mal auch gehört, dass die Menschen mindestens 10 Kilo nicht ausgeschiedenen Kot in dem Darm zum Beispiel haben. Habe ich dann auch mal gemerkt, wenn man tiefer in die Reinigung geht, also zum Beispiel beim Fasten bei mir, wo ich die 30 Tage Saftfasten gemacht habe, da sind dann, obwohl ich nicht viel gegessen habe oder so, da sind manchmal an einem Tag Sachen rausgekommen, wo ich mich gefragt habe, wo kommt denn das eigentlich alles her? Und es kommt dann auch immer wieder mal vor, dass dann immens viel Schleim auch rauskommt, jetzt zum Beispiel im Sommer, wenn ich mal Mono-Zwetschgen esse oder Mono-Kirschen, da merkst du, welche Reinigungskraft die haben, weil danach, also das erste Jahr, wo ich mal Mono-Zwetschgen gegessen habe, da war ich dann für eine halbe Stunde wie regelmäßig auf der Toilette, weil dann sind da Sachen rausgekommen, da ist richtig viel Schleim und alles Mögliche rausgekommen und das war dann sehr beeindruckend. War auch ein bisschen unangenehm sowas, aber hat sich jetzt schon langsam gelegt. Zwangsreinigungen, diese chemischen Sachen, die sie bei den Parasitenkuchen anbieten, das sind Zwangsreinigungen für den Körper. Die Stoffe sind auch giftig, der Körper mag die überhaupt nicht, sind aber nicht so giftig wie die alten Ablagerungen von 20 Jahren, sagen wir mal, schleimhaltiger Lebensmittel oder von unserer Zivilisationskost aus Fastfood und sowas. Deswegen fühlen sich die Leute leichter und haben mehr Energie, weil, wie gesagt, das eine belastet mehr und diese Zwangsreinigungsmittel etwas weniger. Aber mir war es dann irgendwann an dem Punkt, dass ich diese Sachen aus Parasitenkuchen oder sowas überhaupt nicht mehr zu mir nehmen konnte, ohne dann irgendein Unbehagen zu bekommen. Vieles davon ist auch Angstmache und Marketing. Merkst du ganz genau, also da gibt es ja viele Parasiten-Gurus in Anführungszeichen, sag ich mal. Die haben ja zig Amazon-Links und alles mögliche. Dann sollst du das Produkt kaufen, das Produkt und das Produkt noch dazu kaufen. Die verdienen sich eine goldene Nase damit. Aber wenige wissen halt, durch die Angstmache wird halt das verschleiert, warum die Parasiten kommen. Oder der Candida-Pilz oder sowas. Das hängt vom Milieu ab. Die mögen halt dieses saure Milieu aus schleimhaltigen Lebensmitteln und alles mögliche. Wenn man das Milieu entfernt,
Das heißt, man macht zum Beispiel schleimfreie Heilkost, reinigt seinen Darm und alles Mögliche, dann gehen die von alleine weg. Ist am Anfang vielleicht noch recht schwierig, weil die natürlich irgendwann nicht so weggehen wollen, weil sie natürlich eine Grundlage haben, dann kommen irgendwelche Gelüste oder Heißhungerattacken. Die hatte ich am Anfang auch, haben sich aber dann nach ein, zwei Jahren eingestellt. Wenn man da das überwunden hat, dann ist es recht einfach, fühlt sich immer wohler und die gehen dann auch von alleine weg. Das sehe ich zum Beispiel bei mir im Garten und auch in der Natur. Die zum Beispiel Bakterien, Parasiten oder irgendwie sowas, die oder Pilze, die zersetzen halt einfach nur. Die zersetzen totes Material, mehr tun sie nicht. Also ganz einfaches Beispiel, wenn du einen Komposthaufen machst, die Regenwürmer, die Bakterien oder sowas, die bauen nicht den Komposthaufen auf. Die sagen nicht, ach, das ist eine schöne Ecke, bringe ich jetzt hier organisches Material, hier möchte ich es zersetzen, sondern ich schmeiße es ja dahin. Ich schmeiße dort, wo ich den Komposthaufen habe, schmeiße ich die Sachen hin und dann kommen sie, dann zersetzen sie. Und das ist genauso wie beim Körper. Die Parasiten kommen ja auch nur, weil sie die Grundlage haben. Einfach nur ein Glaubensspiel, dieses ganze Corona-Ding. Die Leute glauben an irgendein Virus und werden dadurch krank, weil das einfach nur im Kopf abspielt. Mehr ist das nicht. Und weil sie das an ihrem Kopf abspielen lassen, wirkt es nämlich auf sie. Weil, wie ich vorhin erzählt habe, wir sind Schöpferwesen und wir machen unsere Realität. Manche nennen es Gott, manche nennen etwas anderes Gott, irgendwie ein externes Wesen, aber viele vergessen halt, dass wir zum Beispiel die Schöpfer sind von der ganzen Natur und wir zusammen die Schöpfung sind. Also wir machen es sozusagen, also wir sind sozusagen für das Ganze alle verantwortlich. Also da ist nichts im Außen irgendwie schuld und da gibt es auch nichts mit. Weil es gibt auch viele in der esoterischen Szene, die sagen, gut oder böse, Licht und Dunkelheit und werten halt einfach. Weil dieses gut oder böse ist ja eine Wertung von einem selbst. Das hängt auch von eigenen Erfahrungen zum Beispiel ab, die ich gemacht habe. Habe ich auch beim letzten Mal gesagt, in der Permakultur. Der Landwirt, der konventionell handelt, der sagt, hey du Christian, das was mit der Permakultur, das gefällt mir nicht. Wegen dir habe ich mehr Arbeit, weil die Leute auch wollen, dass ich nach Permakultur handle, ich verdiene weniger Geld, habe irgendwie Stress oder sowas. Für ihn ist es zum Beispiel, dass ich Permakultur mache und dieses Projekt, dann sagt er, ich wäre böse, weil ich ihm irgendwas wegnehme, obwohl es ja nicht stimmt. Die anderen ist es wieder gut. Wenn man es neutral beobachtet, dann gibt es das eigentlich gar nicht. Weil das habe ich auch im Tai Chi zum Beispiel kennengelernt, alles ist sowohl als auch. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Du hast sowohl Yang als auch Yin-Energie. Das hat man mir im Tai Chi-Zentrum zum Beispiel gesagt. Und dass halt einfach alles eins ist. Und das ist genauso wie mit dem analogen Feld. Wir sind sowohl Licht als auch Dunkelheit. Wir sind sowohl gut als auch böse. Wir sind das volle Spektrum. Wir sind alles. Alles und nichts sozusagen. Und das siehst du halt in dieser spirituellen Szene, was ich auch gemerkt habe, die wollen entweder suchen entweder die Schuld für ihr Missglück im Außen, das heißt im Außen ist immer irgendwas schuld, oder dann wollen sie halt kommt irgendein Lichtwesen, irgendein Erzengel vom Himmel abgestiegen und rettet uns aus irgendwelchen Dilemma. Das ist auch bei mir sofort. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, ganz am Anfang, so wo ich mich auch mit dieser esoterischen Spiritualität beschäftigt habe, weil ich halt diesen Bezug auch, das ist das Wertvolle, ich habe mich ja nicht nur mit der Esoterik beschäftigt, sondern auch mit der Permakultur und habe mein Projekt angefangen. Weil die ganzen Leute, die haben mir dann gesagt, ja, Klimawandel, wir müssen was für die Natur tun und alles mögliche. Und ich habe ja mein Wirtschaftsinformatikstudium abgebrochen, habe mich sofort der Natur gewidmet und habe einfach das, was ich ändern wollte. Also ich möchte mehr mit der Natur leben, mehr in Harmonie und das mache ich halt einfach. Ich habe einfach gemacht. Ich habe mir gesagt, gut, ich kann das hier nicht mehr ertragen. Ich mache einfach, wenn ich das jetzt unbedingt besseres Obst und Gemüse haben möchte, eine schönere Natur, dann mache ich das halt einfach. Und so ist es dann passiert, dass ich mir einfach das, was ich haben möchte, selbst kreiere sozusagen. Und das hat mir dann schon, weil ich diesen Bezug habe, ist mir die Esoterik immer ein bisschen so zwiespaltig gekommen. Die Leute, die beschweren sich immer nur um Russen. Also die Leute allgemein, also die Esoterischen sagen zu den Leuten, die sich nicht mit der Esoterik beschäftigen, also diese Schlafschafe, dass sie aufwachen sollen und etwas machen sollen. Aber wenn man an diesen Aspekt weglässt, also das, nur diese Menschen, die sich mit der Esoterik beschäftigen, die verhalten sich fast genauso wie die Menschen, die schlafen. Die meckern genauso, suchen auch die Schuld im Außen oder einen Erlöser im Außen.
Also alles immer im Außen. Es ist jetzt unabhängig davon, ob das jetzt ein physischer Mensch ist, der jetzt irgendwie eine Erleuchtung bringen soll oder an etwas schuld ist, oder ob das jetzt irgendwelche Wesen und geistige Wesen sind oder irgendwie sowas. Komischerweise immer die Leute suchen immer irgendwas im Außen, kommen aber nicht auf die Idee, mal bei sich selber anzufangen oder auch mal zu erkennen, was wir eigentlich auch sind. Und man sich auch nicht schlecht reden soll. Und das Interessante ist aber auch, dass die esoterischen Leute, deswegen bin ich auch bei sehr vielen nicht so gut zu sprechen, weil ich mich ja auch mit dem analogen Feld und Matthias von Starven und sowas beschäftige, bin auch in einigen esoterischen Gruppen, wenn du mal sowas ansprichst, dass halt sowas wie Rituale, Energiesymbole, Mond oder sonst was oder Seele, Geister, die ganzen Sachen halt, die man in der Esoterik kennt, dass man sagt, ja, so ist es jetzt vielleicht nicht, wie das du meinst, dann löst du bei denen Konflikte aus. Die wollen das nicht hören und fangen die, gehen sie in den Kampfmodus. Dann fängt es auf einmal an, nicht mehr so diese harmonische Welt, die sie ja so alle vorstellen, dass wir alle zusammen mit der Natur leben, so die verbunden hat. Wenn du nur irgendwas an ihrem Weltbild rüttelst, komischerweise sind dann das auch die ersten Leute, die in einen Konflikt gehen. Das passiert mir jetzt die letzten Monate sehr oft. Durfte ich auch immer wieder beobachten. Also wenn du mich auf ihrer, sag ich mal, Wellenlänge schwingst und irgendwas sagst, was sie jetzt nicht unbedingt hören wollen, weil sie dann in die Interpretation und Wertung gehen, weil sie das nicht neutral anhören, was du zu sagen hast, dann fangen sie komischerweise an, in den Konflikt zu gehen und in den Kampfmodus zu gehen. Also das ist jetzt so meine Einschätzung. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch so ist, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt mit Leuten, die sich so spirituell als Guru hinstellen, und wenn du dir mal sagst, etwas, was denen jetzt nicht so gut gefällt, dass sie dann dich anfangen zu beleidigen oder sonst irgendwas, du seist nicht so weit oder du seist ein Mensch niedriger Klasse oder sonst irgendwas. Man muss sich auch immer von Augen halten. Ich möchte auch hier niemanden, weil man sieht es auch so, bei der ganzen Spiritualität hat man auch diese Stufen. Also man kann immer weiter aufsteigen in irgendwelche höheren Ebenen oder irgendwie sowas. Das hat sich ja für mich auch schon irgendwann nicht mehr stimmig angefühlt, weil irgendwann ist es immer so weit gekommen, dass du irgendwelche 100 Stufen aufsteigen sollst, und dann willst du dann eigentlich fertig werden. Das heißt, irgendwie spirituell, energetisch irgendwie 100 Stufen aufsteigen, und dann fängst du schon wieder mit der Wertung an. Dass du nicht mehr auf Augenhöhe bist. Dass du irgendwie Menschen abstufst, der ist so weit und der ist so weit. Und dann ihnen auch irgendwie schlecht redest. Und dann habe ich dann schon wieder diese Parallelen entdeckt mit unserer heutigen Gesellschaft. Du kannst ja schauen, der Manager verdient viel Geld, der ist besser als die Putzfrau. Wenn du es mal neutral beobachtest, sind das beide Menschen, die machen beide Arbeit, warum sollten sie jetzt nicht den gleichen Lohn bekommen oder so viel, um ihr Leben zu überstehen? Weil das ist ja auch wieder eine Wertung von außen. Der Manager bekommt nur so viel, weil die Leute das hier so akzeptieren. Wenn die Putzfrau sehen, sie hat die Putzarbeit als etwas Niederwertiges oder sich um Kinder kümmern oder irgendwie sowas, obwohl es, ne, denk mal, so umso wichtiger es ist, solche Aufgaben zu erledigen, als jetzt irgendwie so ein Manager, der jetzt sonst irgendwas macht. Das soll ja auch keine Wertung sein, es ist halt einfach so. Und